So, dann möchten wir Ihnen natürlich auch die Live-Anwendung zeigen, den entsprechenden Join-Client. Wir haben hier auf dem Display einfach die Vergrößerung vom Handybildschirm. Ich schicke jetzt eben eine Nachricht an meinen Gesprächspartner. Sende sie ab. So, eine Besonderheit zur klassischen SMS oder anderen Instant Messengern ist, dass ich auch eine Empfangsbestätigung bekomme. Auf dem Zielhandy läuft jetzt noch ein Chat mit einem anderen Kontakt. Ich gehe jetzt hier in die Kontaktliste hinein und sehe hier, dass es eine neue Nachricht des entsprechenden Join-Kontakts gibt. Und in dem Moment, wo ich hier drauf gehe, wird diese Nachricht geladen. Und beim sendenden Handy wird das Ganze dann gleich grün markiert. So, das mache ich jetzt. Die Nachricht wurde jetzt geladen und wir haben hier ganz kurz einen grünen Pfeil gesehen, der quittiert hat, dass diese Nachricht auch tatsächlich beim Empfänger angekommen ist. Ja, Sie sehen mich gerade im Rahmen eines Join-Video-Calls. Join ist ein neuer anbieterübergreifender Standard, der letztlich der Nachfolger der SMS sein soll. Neben eben der klassischen Funktion der Textkommunikation, also SMS und Chat, ist die Besonderheit eben auch Bilder und natürlich eben auch bewegte Bilder, sprich Videos, miteinander teilen zu können. Man hat innerhalb des Join-Clients ein Adressbuch. Da kann man sich die Kontakte anzeigen lassen, die eben ganz klassisch nur SMS empfangen können oder ebenfalls über einen Join-Client verfügen, um die entsprechenden Zusatzfunktionen nutzen zu können. Die Telekom geht mit diesem neuen System am 3. Dezember 2012 live. Zurzeit befindet sich das Ganze noch in einer Beta-Phase, aber eben Anfang Dezember wird es dann gelauncht. Tarifiert wird das Ganze in Abhängigkeit von dem jeweiligen Mobilfunktarif. Wenn ich eine Internet-Flatrate habe, dann kann ich eben unbegrenzt chatten oder alternativ beispielsweise mit einer SMS-Flatrate. Eins von beiden bräuchte ich, beziehungsweise wenn ich eben keins habe, würde zum Beispiel eine SMS berechnet werden, wenn ich einen Text eben verschicke. Oder sobald ich einen Videocall aufbaue, wird eine zweite Leitung geschaltet. Also wenn ich eben Freiminuten habe, habe zum Beispiel eben 100 Freiminuten und kann damit eben entweder 100 Minuten reine Telefonie machen oder eben 50 Minuten Videotelefonie, weil eben 2 Minuten berechnet werden, ein Kanal für die Audioverbindung und ein zweiter Kanal für die Videoverbindung.